Und damit Killen, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World, dem Let's Play, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob sich das überhaupt einer anguckt. Wir kommen zum nächsten Gamble-Automaten, bei dem es hoffentlich wieder was Spannendes zu ziehen gibt. Wir werfen 150 Coins ein und wir holen was Rotes. Es ist schon mal was Krasses. Was haben wir, was haben wir? Hype ist real komplett. Oh. Die sehen halt jedes Mal irgendwie loster aus als in der Folge davor. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, ich empfehle sie jedem von euch, weil sich die eh keiner angeschaut hat. Egal, wir wollen uns davon gar nicht zu sehr runterziehen lassen. Dass Yoshi underperformed, war mir irgendwie klar. Deswegen machen wir erstmal hier weiter. Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grinseblumen. Ja, habe ich sogar dabei. Tatsächlich extra. Nur für dich gesammelt natürlich, damit du diesem Video ein Like gibst. Sind wir uns da einig? Aber natürlich. Und es geht mir auch direkt schon viel besser. Das ist doch wunderschön, nicht? Und er öffnet für uns den Freizeitpark. Spektakel mit... Ich wollte Merkel sagen. Spektakel mit Makel. Herzlich willkommen. Okay. Okay. Spektakel mit Merkel klingt irgendwie ein bisschen falsch. Ist ja auch egal, Guys. Starten wir rein. Das sind diese... Sind das Angry Birds? Bitte haut mich nicht. Für mich sehen die aus. Kennt ihr diesen schwarzen Angry Bird? Eben mit diesem... Ach, ihr wisst, wen ich meine. Gab es nicht auch einen Angry Birds Movie? Kam der da auch drin vor? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall... So sehen die ein bisschen aus. Oh, die Mechanik kennen wir aus den Mario Games. Da würde ich sagen, hat sich Yoshi inspiriert. Aber da fällt mir ein... Yoshi ist ja im Mario-Universum. Der darf das. Ja, die sehen schon so ein bisschen aus. Kann ich auf dich draufhüpfen? Ja. Kann ich dich auch lämmen? Ich möchte dich eigentlich... Okay, Unsterblichkeit einfach. Entschuldigung. Die Coins hätte ich... Mlem. Aber dich kann ich umso mehr mlemmen. Halt, 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 halt. Bam. Wundervoll, Guys. So wünsche ich mir das auch. Okay. Was? Der springt total verzögert. Meine Taste klemmt auch. Was ist das denn? Einfach Scam. Ich weiß immer noch nicht, was der Unterschied zwischen grün und dunkel ist. Wenn ihr da eine Theorie habt oder wenn ihr es vielleicht sogar wisst, dann spammt die Kommentare damit voll. Weil wir müssen mit Kommentaren den Algorithmus füttern. Damit... Nein! Damit Leute sich die Videos hier anschauen. No! Das ist, wenn man in die falsche Richtung drückt. Ich hab nichts zum Schießen. Ey, wenn hier jetzt die nächste Blume ist. Das ist so cute. Da könnte was Wichtiges drin sein. Ja, ist es auch. Okay, wir flyen. Ich brauch ganz eindeutig was zum Ballern. Oh, wir werden wieder regenerated. Und da vorne, da gibt's... Komm, bitte. Was das für welche sind, ist doch egal, oder? Oh, ich kann dich im Lemmen. Wie ich den getroffen habe, keine Ahnung. Aber es hat funktioniert. Jo, meine Facecam ist ja voll dunkel. Es tut mir leid. Ach, komm. Why the hell bin ich hier? Das war komplett unnötig. Habe ich recht? Ja. Komm schon. Es sind aber auch rote Coins dabei. Dann ist wieder okay. Ja, aber es sind größtenteils... Ja, komm. Also, dass wir in dem Level alles schaffen werden, denke ich nicht. Weil wir haben schon an sich so grundsätzlich wenig Eggs. Deswegen können wir gar nicht so viel Stuff machen. Oh, damit driven wir nach oben. Ich habe Angst, dass es Schwerkraft gibt. Tut es aber nicht. Okay.
Oh, das sind Kugel-Release. Die kann ich nicht im Lemon, das weiß ich. Dafür kann ich... Halt, halt, halt. Dich umso mehr im Lemon. Oh, Herzen, wichtig. Also, wir haben noch 4 Treffer frei, aber trotzdem... Kann man ja mitnehmen, oder nicht? Ich würde sagen, schon. Okay, ringen wir uns noch weiter darüber auf, dass die Videos underperformen. Lost. Was ist das? Ich muss die platzen lassen. Okay, Hardcore. Und tot! Okay, heute ist die Folge, in der wir gar nichts hinkriegen. Es tut mir jetzt schon leid. Das ist das Karma. Weil ich mich darüber aufrege, dass sich keiner diese Videos anschaut, kriege ich jetzt hier direkt das Karma in mein Gesicht gedrückt. Ja, muss ich akzeptieren. Der fällt jetzt runter. Ja, okay, dann... Hui. Aber da gibt's auch Coins. Das war nicht meine schlauste Idee. Niemals! Hä, wo muss ich hin? Ach komm! Jawollo! Hat sich direkt gelohnt. Aber was ist das denn bitte für ein Scam jetzt? Ich habe keine Ex. Also Guys, heute richtig schlechte Folge. So schlecht habe ich noch nie gespielt. Ich möchte mich recht herzlich bei euch entschuldigen. Wo muss ich... Alles klar. Das schaffen wir. Okay, da muss ich kurz aufeinander. Yo, also, reden wir gar nicht drüber. Das war die schlechteste... Also, wow, habe ich underperformed. Oh mein Gott, habe ich schlecht gespielt. Es tut mir so leid. Wir haben gar nichts erreicht. Cool, 2... Boah, aber die 100-Coin-Herausforderung. Wie ein Meister haben wir das geregelt. Das ist zu krass. Ja, und alle roten Coins haben wir natürlich auch mitgenommen. Man kennt's. Ja, es läuft nicht so gut, merke ich gerade. Wir können wieder gamblen. Das machen wir aber wirklich am Ende. Wir kommen jetzt in die Spukwarn-Villa. Da ich großer Horrorfan bin, hoffe ich, dass wir da wieder ein bisschen besser... Das ganze Regeln. Aber man weiß es ja nicht, nicht? Ganz genau. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Wow. Das kommt aufs Thumbnail. Das ist mir egal. Diese, oh mein Gott, diese Welt kommt zu 100% aufs Thumbnail. Das ist das beste Level bisher. Okay, Entschuldigung, dass ich an dir gezweifelt habe, Spiel. Und es ist so silent, das ist richtig spooky. Ich liebe es. Mlem. Was sind diese Sounds? Jetzt ist es doch tatsächlich wieder gut, dass wir Dings haben. Eine dunkle Facecam. Wobei sie natürlich nicht im Horror-Theme gegraut ist. Aber das kann ich jetzt auf die Schnelle nicht ändern. Okay, ich habe doch verstanden, dass es creepy ist. Alles klar, hör doch auf jetzt. Oh, vielleicht muss ich mich von da nach oben fahren lassen. Das sieht sass aus. Let's go. Du sagst witzig, dass das nur für Coins ist. Da ist jetzt eine... Ich fühle mich mies gescammt immer von solchen Räumen, wo ich keine Blume bekomme. Da fällt mir aber dann wieder ein, die roten Coins geben ja auch eine... Wie cool! Bam! Müssen wir hier oben lang? Ne, müssen wir nicht, aber da gibt es ein Secret... Wenn man nicht wie der losteste Hans hier rumläuft. Oh! Natürlich habe ich jetzt keine Eggs mehr. Aber wir können ja auf ganz
Mlem. Eins nach dem anderen. So, du gibst mir Points. Okay. Und du gibst mir Points nach unten. Okay, wie creepy. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, Guys. Das Gimmick ist halt zu 100% geil. Hä? Welches Gimmick vor allen Dingen? Das Level-Design. Ist halt anders cool. Ich wusste nicht, dass es geht. Seems unnötig, aber... Ah, hier brauchen wir den Key. Guys, das ist das beste Level bisher. No cap, das ist das beste Level bisher. Okay, I like. Hasse dich. Da kommt doch jetzt safe da drüben raus. Jawollo. Let's go! In dem Level wird wieder performt. Ich sag's, wie es ist. Ich brauche noch... Kommt die heraus? Bitte warten Sie, bleiben Sie stehen. Halt, ich möchte sie gerne essen. Ja, wunderbar. Boah, so ein paar auf stockmäßig angelehnt, so, wisst ihr? Auf Range Rover, 120.000 Euro breit gebaut, angelehnt. Bitte bleiben Sie stehen. Dankeschön. Mlem, mlem, mlem. Ist hier links was? Kann er kurz gucken? Ey, die Musik ballert so hardcore. Das ist so sick. Das ist so sick. What the hell? Alles klar. Das ist hella creepy. Das ist hella creepy. Ich hab Angst. Es sind die blauen Blünzen. Gehen Sie weg. Ich hab sie doch alle. Ah, da unten. Das sehe ich nicht, weil irgend so ein... Okay, wir bauen die Eggs. Wir müssen diesen Typen nach hier hinten locken. Indem wir jetzt jumpen. So, und dann runnt er dahin. Und wir können nach oben. Alles klar. Alles klar. Nein, du siehst mich gar nicht. Mlem dich. Ich muss da leben nach unten noch. Oh! Boah, ey. Das ist so heavy. Das ist so heavy. Oh mein Gott, das ist so heavy. Das ist so gut. Das ist so gut. Einfach Vampires? Alles klar. Das ist... Wie oft willst du es eigentlich noch sagen? Wie soll man da hochkommen? Die Frage ist, kann ich die abballern? Ich wusste nicht, dass das geht. Ey, wir performen. Oh nein. Oh nein. Okay, wir walken. Okay, wir können wieder ein, zwei Treffer einstecken. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir diesen Typen... Ich muss halt genau in die Richtung. Und dass wir dafür eine Blume bekommen, wenn wir den bekämpfen, aber... Nicht so aus. Ja, sass, direkt sassy. Da ist links was runtergefallen. Ich hab's aber ein bisschen zu spät gesehen. Was war das? Ja, Mann! Was? No way. Okay. Wir müssen concentrated bleiben. Ey, bitte jetzt nicht hier so Müll machen. Hä? Ich check's nicht.
Lass uns jetzt mal hier weiter steppen. Ich kann nichts machen. Let's go, wir können wieder Dinge tun. Wir steppen direkt zurück nach oben, wollte ich sagen. Okay. Wir fighten jetzt gegen diesen Geist hier. Dann öffnen wir da oben den Way. Okay. Und steppen nach hier oben. Weil da oben ist was? Und Dude und... Der Dude, was bringt mir das hier? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt hin will. Bitte. Ich mag den Typen gar nicht. Gib mir den blöden Key jetzt! Okay, wir sind safe. Boah, das ist ein ganz, ganz schlimmes Level bisher. Let's go. Aber das heißt nicht, dass wir wissen, wie wir hier rankommen. Das sind Backgrounds, sieht sass aus. Ich versuche wieder die Blume einfach so zu nehmen. Keine Ahnung, ob das hier auch funktioniert. Das wäre jetzt mein Try. Und sonst würde ich euch das snippen. Auch die Eggs haben komplett neue Farben hier in dem Level-Welt. Stuff. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, man muss. Okay, damit haben wir alle in dem Level. Und wir können hier rechts weiter steppen. Weil wir haben ja schon den Key. Und hier ist jetzt das Ziel. Wir sind alle zufrieden. Und wir haben echt gut performt. Als ob eine einzige fehlt. No way. Oh nein. Hier ist sie. Nein, hier ist sie nicht. Okay, wir gehen. Wir steppen. Egal. Uns fehlt eine einzige rote Coin. Schade. Aber wie gesagt, hier, da habe ich jetzt krass. Das war auf jeden Fall sick. Sehr, sehr gut. Heute wieder gut. Jetzt wieder gut. Der Anfang war... der mittlere Teil war... Ja. Und die Spukwarnvilla. Oh yeah, man. Noch nie in einem Level so zigtausende Blumen gehabt. Legit. Eine noch und wir hätten 100%. Das wäre krass gewesen. Sagt ehrlich. Krass. Dafür kann man doch auch mal den Kanal abonnieren, nicht? Wäre super lieb. Dankeschön. Und wir kommen zu... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Harley Quinn im Shy Guy Outfit. Keine Ahnung. Lasst mich. Okay. Es ist, was heißt Match? Match war doch immer so ein Level, wo man irgendwie so besondere Dinge tun muss. Was nicht ein Standard-Level war, so, es war so, ja genau. Springen durch möglichst viele Ringe. Das klingt einfacher, als es wahrscheinlich ist. Ich versuche einfach mal keinen auszulassen. Das klingt am logischsten. Achso! Dafür gibt es natürlich auch nochmal 100 Stück. Alles klar. Die Uhr sagt 10 Sekunden, by the way. Jetzt wieder 29. Wir hätten da hochgemusst. Egal. Wir müssen auf die Zeit, glaube ich, achten. 20 Sekunden haben wir noch. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Egal. Nicht drüber springen. Wir haben 28 Sekunden wieder. Das sind Ringe. Komm runter, bitte. Kein Plan. Doch Plan. 100 Ringe gerade verpasst.
weil ich verwirrt war. Scam, egal. Drei Ringe. Drei Ringe. Und nochmal ein paar. 12.000 haben wir. Reicht es für den Highscore oder wenigstens für den schlechtesten Score? Wir haben zu viele Ringe verpasst. Ich glaube nicht, dass es der beste Score ist. Ich habe nicht auf die Zahlen am Anfang geachtet. Ich glaube, es ist Mittel. Ja, ja, okay. Ey, das ist voll okay. Wir haben sogar noch eine Blume auf dem Wave verpasst. Ach stimmt, wir sind da ja nicht dran gekommen beim Springen. Ja, ist okay. Wir haben nicht mal volle Leben. Ja, das Level war eher... das war jetzt nicht so das Level, wo ich sagen würde, yo, haben wir gut gemacht. Das war so ein Level, das ist halt auch da. Das Level ist der Uwe und es ist auch mit dabei. Nennen wir es doch einfach so. Nee, ich möchte erstmal wieder ein bisschen shoppen gehen hier. Und beim Gamblen meine Coins verballern. Um zu schauen, was es so Spaßiges gibt. Oh! Wer wohnt in einem goldenen Ei? Ganz tief im Meer. Ja, bitte, ich will es sagen. SpongeBob Rabe! Ey, es sieht aber cool aus, weil die Rahmen haben wir vorher schon angesprochen. Und wie viele Treffer hält das aus? Ja, einfach 5. Ist halt ultra selten. Wir sind halt auch die Gamer, Guys. Wir sind die einzig wahre Elite. Das war gar nicht der Way. Wir können nach Ray. Warte, können wir. Level? Nee. Herauszoomen. Ah, ja. Also, wir müssen auf jeden Fall nach unten und nach oben. Der Dschungel spricht mich tatsächlich an, aber der Strand tatsächlich noch mehr. Wir gehen zum Strand. Hallo, hallo, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grinseblumen. Ja, ein Glück, dass ich 53 hab. Ja, hier. Großverdiener, nicht? Ho, ho, ho. Cringe. Danke, es geht mir schon viel besser. Dann kann ich dir jetzt den Weg frei machen. By the way, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin MC, wechsel meinen Namen gerne. Oh yeah. Und damit herzlich willkommen in den Heiß-Kalt-Inseln. Heiß-Kalt-Inseln widerspricht sich das, was in meinem Kopf drinne war, als ich an Insel gedacht habe. Aber Feuer, Wasser, Lava, Eis und so, ihr wisst Bescheid, ist immer ein geiler Kontrast. Da habe ich nämlich direkt auch schon Bock drauf. Und jetzt geht's in Bomben Ahoi. Das erste Level. Bäm, da bin ich parat. Oh, das Wasser sieht strong aus, tatsächlich. Wobei, es ist Switch-Grafik, gell? Hello, sehr. Ich habe eins Monkey gegessen. Oh, wetten, man muss mit dem irgendwas machen. Ich habe das Gefühl, wenn wir den zum Ziel bringen oder so, passiert was gut. Oh! Alles klar. Das sieht sass aus, aber da kann man nichts machen. Die Monkeys kenne ich aber irgendwoher. Kann es sein, dass es die in Smash Brothers Ultimate gibt? Wollen diese ganzen Monkeys hier? Bam! Oh! Nee, ich dachte, man müsste die ballern. Ja, jetzt habe ich natürlich nichts mehr zum... Ja, ich glaube, das ist der Way to go. Okay. Komplett übertriebenes Durchgeballere funktioniert. Oh, wichtig. Haben wir tatsächlich sehr nötig, weil ich mich echt stupid angestellt habe. Und das tut mir leid. Ich dachte gerade, die Blume wäre ja ziemlich geschenkt. Okay, die muss man double hitten. Irgendwie sowas in der Art dachte ich mir schon. Bam. Cheep-Cheep möchte ich treffen und... Nee, nichts Besonderes. Oh.
Wichtig, wichtig, wichtig. Ich weiß immer noch nicht, was diese Monkeys sollen. Also die hier schon. Die check ich. Wobei auch nicht wirklich. Ich will tatsächlich hier ein bisschen... Eben das hier sah schon von Anfang an sus aus, bisschen. Jawollo! Mlem. Mlem. 10er-Coin ist okay. Mlem. Zack. Yoshi-Coin sind auch 10, okay. Also hier gibt es auf jeden Fall sehr viel, womit wir mit den Eggs arbeiten können. Boah, das war ja knapper als gedacht. Okay. Ja, das war der Plan. Vollgas rein. Ah, es läuft nicht so gut wie gedacht. Oh, bitte. Ich hasse Cheap Cheeps. Oh nein, es ist wieder sowas, so ein Sammelzeugs. Ah, weiß ich nie, was ich davon halten soll. Na klar. Ist Daddy das Segel? Mlem, Mlem. Brauche ich für da hinten, für die drei. Ich habe das Gefühl... Oh, was? Scam. Scam, aber komplett. Bam. Bam. Ui, wo ist das letzte Teil? So. Aber wo... Oh, warum? Nee, wir können nicht drauf. Sonst hätte ich jetzt die Kanone ballern können. Und dann wäre vielleicht... Ah, doch, ich weiß, wo das letzte Teil ist. Da rechts. In der Mitte, ja, ja. So. Ich habe vorher noch so dran gedacht. Dachte mir, hey, wie soll man da dran kommen? Aber klar, natürlich, so. Die Question, die ich habe... Oh, oh, oh. Wir müssen verschiedene Stufen ballern. Das schießt. Das zum Beispiel brauchen wir hier. Die Quietsche-Ente braucht zum Beispiel. Nee, nee, jetzt brauchen wir den hier. Okay, wir warten, bis der Stone vorbei ist. Bam! Jawollo. Nein! Oh! Oh, er ist der Smarte. Jetzt wird hinten noch mal einer kommen. Nein, es kommt noch mal nah einer. Und jetzt kommt weiter weg einer. Bam! Und wieder nah. Oh! Ah! Ich hoffe, hier ist es egal. Jawohl! Jawollo! Ich war gerade... Boah, treffen wir das? Nein. Treffen wir das? Nein. Oh mein Gott, das war krass. Action, wieder eine zu innovative Idee. Heute ist wieder Tag der krassen Dinge im Game. Also, was heute schon wieder an Dingen passiert ist, das ist wirklich einfach krass. Wir hatten das Geisterhaus, wir hatten jetzt das hier. Es bleibt krass, es bleibt krass. Und Guys, wenn ihr von nichts mehr verpassen wollt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, weil ihr wisst, die Videos underperformen. Die Videos laufen nicht gut, da würde es mich umso mehr freuen. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Beim nächsten Mal machen wir das nächste Level. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.